Ja, Hallöchen, Hallöchen. Ich habe hier noch so eine Sache mit bei uns. Hier gibt es öfter mal Stromausfall, also in der letzten Zeit öfter. Wir sind in Indonesien hier und ja, das ist ja so ein Entwicklungsland, da könnte man das vielleicht erwarten. Aber das war jetzt schon seit gestern so das zweite Mal und auch ziemlich lange. Also gestern war es einen halben Tag oder ja, sogar noch länger. Also von früh bis nachmittags irgendwie. Und heute ist es schon wieder. Also gestern hatten sie es wohl über die Lautsprecher angekündigt und heute, ja, weiß ich nicht, ob sie es über Lautsprecher angekündigt haben. Wir haben es jedenfalls gestern auch nicht mitbekommen. Also das bekommt man halt nur mit, wenn man da irgendwo direkt dann da auch draußen ist, wo der Lautsprecher irgendwie da was erzählt. Ja. Das ist halt ziemlich blöd, weil hier läuft halt alles drüber. Unser ganzes Internet, Computer und was weiß ich und Klimaanlage und so weiter, Kühlschrank etc. etc. Waschmaschine natürlich und alles. Also es ist halt mega schlecht, wenn halt der Strom ausfällt. Das ist nicht nur im Entwicklungsland so, in anderen Ländern, das ist man ja noch mehr abhängig von dem Strom und jetzt gibt es ja hier die Diskussion um diese ganzen Blackouts und so weiter. Ja, also wir merken das hier auch. Ein guter Freund von mir, der hatte in Russland letztens auch einfach mal einen Stromausfall. Ich weiß nicht, ob sie das irgendwie angekündigt haben. Ich glaube nicht. Und bei ihm sind halt da so minus 30 Grad und so ungefähr. So, wenn es mal tiefe Temperaturen hat, also im Durchschnitt vielleicht so zwischen minus 20 und minus 30. Da, wo er lebt, in Ulan-Ude, da in der Nähe. Beim Baikalsee in Sibirien. Und ja, das ist halt schon richtig krass, wenn da der Strom ausfällt, dann funktioniert halt auch die Heizung nicht und so. Er hatte die wohl dann irgendwie an der Autobatterie angeklemmt oder parallel geschaltet oder weiß ich nicht genau. Jedenfalls ist das halt ziemlich problematisch. Also selbst wenn man eine Heizung hat und so, dann die funktioniert normalerweise in den meisten Fällen mit Strom. Also die braucht halt Strom, um überhaupt zu funktionieren, die Elektronik und die Steuerung und so weiter. Und vor allem auch die Pumpen, glaube ich, denn die das Wasser pumpen, wenn man da so eine Wasserfördereinrichtung hat, um die Wärme sozusagen zu verteilen. Ja, alles ganz, ganz blöd, wenn es keinen Strom gibt. Und ja, hier ist das so, die sind ja hier islamistisch, die Leute hier. Und für das fünfmalige Allahu Akbar-Geschrei gibt es immer Strom. Also der fällt nie aus. Das ist wichtig, dass die Leute hier ordentlich das Brainwashe immer reingedonnert kriegen. Fünfmal am Tag. Und das merkt man auch an den Leuten, wie die halt so ja, drauf sind, sage ich mal. Ja, also für den Strom sozusagen, für den Kühlschrank und für alles. Ist halt zweitrangig. Erstmal kommt Allahu Akbar und ja, dann gibt es vielleicht irgendwann auch nochmal Strom. Ja, so sieht das hier aus. Ich habe jetzt vorhin gerade hab gerade die Gelegenheit ergriffen und die Klimaanlage mal versucht auseinanderzunehmen. Hat leider nicht funktioniert, weil das irgendwie so blöd zusammengeschustert ist hier von dem Hersteller. So blöd gemacht, dass man ja da schon wahrscheinlich die Spezialtricks wissen muss, wie man da irgendwo was anpackt, dass man das auseinanderkriegt, ohne es kaputt zu reißen. Ja, das ist mir nicht gelungen, das auseinanderzubauen. Und dann habe ich halt, wie schon öfter mal, zum Desinfektionsspray gegriffen und das halt kräftig eingesprüht mit Desinfektionsspray. Und ja, das ist so die kurzfristige Lösung, die mir so eingefallen ist, weil hier gibt es halt schwierig kompetente Handwerker. Also die ist halt schwierig, die aufzufinden. Wir hatten letztens einen sogenannten Experten und der hat halt nur rumgepfuscht sozusagen. Also das habe ich so als Ingenieur so verstanden. Ich hatte mir schon viele Dutzend von solchen Videos angeschaut, wie man solche Klimaanlagen wartet und auseinanderbaut. Und er hat es halt eigentlich nicht richtig gemacht. Und ja, dann ja, war das halt so. Und jetzt müssen wir mal beim nächsten Mal schauen, dass wir da vielleicht hoffentlich einen finden, der das kann, der das richtig macht, die richtig befüllt, die Anlage und so weiter. Also die haben da wirklich einen halben Tag oder länger irgendwie so rumgebastelt zu zweit und haben eigentlich nur Mist gebaut sozusagen. Also haben es eigentlich nicht wirklich besser gemacht, als wenn ich hier selber so mit
mit dem Spray und mit dem Pinsel ein bisschen 2 Stunden mich da hingestellt hätte. Sozusagen, naja. Und jetzt ist die Frage, die ich noch zusätzlich habe mit dem Desinfektionsspray, wie ist das jetzt, wenn ich habe jetzt hier vielleicht 50 bis 100 Milliliter von, na sagen wir mal 50 Milliliter von diesem Desinfektionsspray hier versprüht in diese Anlage rein. Und wenn das jetzt hier so verdampft, das Zeug, ist das dann, ist das ja wahrscheinlich auch schädlich sozusagen für den Körper. Ich habe jetzt hier schon das Fenster, die Zimmertür aufgemacht zum Lüften. Und ich frage mich jetzt, ob das jetzt irgendwie alles raus muss oder ob das jetzt irgendwie, wenn es denn verdampft ist, ob es dann nicht mehr so schädlich ist oder wie ist das denn, wenn das jetzt in der Luft hier komplett noch enthalten ist, diese Luft, diese Desinfektionsmittelrückstände. Muss man das jetzt komplett irgendwie aus dem Raum rauslüften oder ist das, wenn es sozusagen in der Luft verdampft ist, ist es dann quasi unschädlich für den Menschen? Das ist jetzt so ein bisschen die Frage, die ich habe, weil ich würde schon gerne versuchen, da mich nicht noch weiter zu schädigen. Vielleicht hat ja da einer irgendwie ein ganz genaues Fachwissen oder so, wie das ist, ob das jetzt sozusagen nur schädlich ist, wenn es in, sage ich mal, flüssigen Tröpfchenform sozusagen und dem Nebel sozusagen in die Lunge kommt oder ob das auch, wenn es richtig sozusagen in den Dampf übergegangen ist, also ins Gas, in die Gasphase übergegangen ist, verdunstet das richtig, ob es dann auch noch genauso schädlich ist oder vielleicht sogar noch schädlicher. Ja, falls das jemand weiß, gerne in die Kommentare oder sonstige Anregungen und Fragen und so weiter. Ja, da würde ich sagen, danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.